Alter, was hat er hier stehen? Ein McLaren Xana hat er hier stehen. Einen normalen McLaren. Wollt Robux kaufen und uns kostenlos unterstützen? Dann gebt einfach den Starcode CPET ein beim Kauf von Roblox Premium oder Robux. Dankeschön. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Team CPET und mit dabei der Thomas. Ja, natürlich mit am Start, Leute, hier auf dem Kanal Team CPET und wir spielen heute was ganz, ganz Besonderes und es dreht sich um eins und zwar um Autos. Genau, es geht heute nämlich mal um Autos und wir werden heute mal ein paar günstige Autos erschaffen, ein paar teure Autos erschaffen und ja, das sieht ganz gut aus. Wir können nämlich hier unsere allererste Etage aufbauen. Was? Ich habe gerade das erste Auto gesehen und ich dachte, ich kotze gerade nach dem Motto. Okay, ich kann das erste Auto, glaube ich, platzieren oder ändern. Fion, ein Multipla. Genau. Leute, wusstet ihr, dass der Multipla eines der hässlichsten Autos auf der ganzen Welt ist? Ja, oder auf jeden zumindest Fall. In Deutschland. Also, es ist sogar gekürt als hässlichstes Auto. Ja, schön sieht das Auto auf jeden Fall nicht aus. Naja, gut. Also, hier haben wir dann unser ekliges Auto, könnte man sagen. Wir haben jetzt hier plus 40. Warum? Ach, das bringt auch noch Geld, das ist ja traurig. Unser Auto bringt anscheinend tatsächlich Geld, so wie es aussieht. Ich weiß jetzt nicht. Ah, oben läuft das Geld einfach durch oder was? Oder 40? Anscheinend, ja. Ich bekomme einfach Geld durch nichts tun. Das ist doch mal eine Sache, die uns auf jeden Fall gefällt. So, und dann kann man auch Sachen upgraden. Man kann sich dann hier ein neues Auto kaufen, zum Beispiel den Toyota Prius für 5.000. Ach, das ist die Plattformstufe 2, ne? Mhm, genau. Weil ich sehe gerade, Plattformstufe 2 kostet bei mir 3.000, also nicht 5.000. Wie kommst du jetzt auf 5.000? Nein, das Auto, das nächste Auto. Ah, okay. Hast du die Plattform schon? Nee, noch nicht. Okay. Plattform 2 kostet 3.000, hat der Thomas schon ganz richtig gesagt. Ich würde sagen, damit wir das Ganze ein bisschen beschleunigen, werde ich aber mal ein wenig Geld hier kaufen, damit wir auch sehen, was denn überhaupt möglich ist. 100.000 kostet 150 Robux, das ist, denke ich mal, ganz okay. Machen wir einfach mal, Leute. Dann müssen wir nicht warten und ich denke mal, das ist dann auch besser für euch anzusehen. Aber lasst jetzt natürlich gerne ein Like da, damit ich auch sehe, okay, das findet ihr auch gut. Und ihr könnt uns natürlich gerne auch mit dem Starcode CPET unterstützen beim Kauf von Robux. Falls ihr euch also Robux kauft, könnt ihr gerne den Code angeben. Dann unterstützt ihr uns kostenlos, Leute. So, und wir kaufen uns jetzt mal hier diese zweite Plattform. Die hätten wir dann auch mal gekauft. Und jetzt können wir da unser zweites Auto platzieren. Auto kaufen. Genau, wir kaufen uns dann... Was sollen wir uns denn kaufen? Wir können uns jetzt natürlich auch was Teureres kaufen. Wir kaufen uns einfach mal ein Tesla Model 3. Also ein Tesla Model 3, würde ich mal sagen. So, das packen wir dann mal hier drauf. Genau. Und das generiert jetzt hier auf jeden Fall auch etwas Geld. Und soweit ich das richtig verstanden habe, können wir doch auch einsteigen, oder? Wir können doch mit dem Auto auch irgendwie herumfahren, oder? Wir müssen doch, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen. So, Tesla Model 3, Laufwerk, was heißt denn Laufwerk hier? So, wir können die Farbe verändern. Ah, das kostet aber auch Geld. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Okay, mit Laufwerk meinen die tatsächlich, dass man damit dann fahren kann. So, also Laufwerk ist auf jeden Fall eine klasse Übersetzung, nicht? Und jetzt bekommen wir auch dafür, dass wir mit dem Auto rumfahren, Geld. Pro Meile. Ja, man kann sogar die Farbe von dem Auto anpassen, ne? Ja, genau. Ah, man sieht hier sogar die Räder. Warte mal, jetzt sollte man hier gleich Geld sehen, oder Leute? Oh, das kostet aber Geld. Das kostet alles Geld. Du musst mit deinem Auto rumfahren, Thomas, dann bekommst du Geld. Ja, ich weiß. Ich suche gerade mein Auto. Wo stehst du? Hallo, das Auto, das musst du spawnen. Auch ein ganz schöner Sound hier, dieser Elektroauto-Sound. Wo bist du denn? Alter, was gibt's denn hier für krasse Autos? Junge, der Calvin hat dir aber auch gegönnt, ne? Hat hier einfach ein Porsche GT 3 RS stehen oder ein 2 RS, weiß ich nicht. Ein Lamborghini Urus hat er da auch. Alter, ist das dein Auto? Nee, das ist ein Bugatti, ne? Das ist ein Bugatti. So, ich fahre hier gerade mit dem Tesla herum. Alter, der hat einen Ferrari. Bist du das? Ich bin das. Alter Schwede. Nein. Hä, wo bist du denn hier? Ich bin bei mir. Ah, da hier, bist das, du. Das bin ich. Das bist du. Das ist ein... 100.000 hat er gekostet. 100.000? Ja. Das ist ein Corvette, oder? Nein, Lotus. Lotus, ach, meine ich ja, Leute, meine ich ja. Richtig schön sieht das aus, hör mal. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns noch ein weiteres Auto. So, wir haben 40.000 gerade. Ah, dann kommen wir kaufen uns jetzt ein...
Was kaufen wir uns denn hier? Wir kaufen uns einen Volkswagen Golf R. Genau, haben wir uns jetzt hier gekauft. Volkswagen so. Golf R. Dann ja, auf den dritten Stellplatz kommt der dann drauf, würde ich mal sagen. Zack, hier haben wir den drauf platziert. Der gibt uns dann auch noch Geld, ebenfalls fürs Stehen. Und ich würde sagen, den fahren wir natürlich auch mal ganz kurz aus. So, einfach draufdrücken hier auf Laufwerk und dann können wir hier wieder einsteigen in das schöne Auto. So. Hey, das gibt's doch nicht. Oh, ist ein bisschen laut hier. Man muss, um verschiedene Autos drauf hinstellen zu können, muss man eine verschiedene Plattformstufe haben, ne? Nein, du musst, ach so, weiß ich nicht. Ja, also ich kann jetzt mein Auto nicht draufstellen, weil mein Lotus, der hier übrigens Latros heißt, der passt halt nicht drauf, weil das ist Level 2, Stufe Level 2. Da muss man den upgraden, genau. Ja, ich habe natürlich jetzt wieder 100.000 ausgegeben, habe mir jetzt wieder was Schönes hier geholt, aber ja, Augen zu und durch, das müsste ich jetzt irgendwie machen, ne? Ja. Wir können auch, was ist das da hinten? Da kann man ja, glaube ich, auch Häuser kaufen oder sowas. Ich bin gerade mal 4 Meilen gefahren mit dem Auto. Aber wir bekommen pro Meile auch immer ein bisschen Geld, so wie es aussieht. Wie viel Geld denn? Oder ist es Meilen? Ich dachte, es sind Meilen. Okay, hier kann man wohl, denke ich mal, ein Haus kaufen. Ja gut, ich habe jetzt hier auch schon wieder 21.000 Dollar einfach nur durchs Rumfahren. Leute, ganz ehrlich, es wäre doch eine Wunschvorstellung, wenn man mit einem Auto die ganze Zeit rumfährt und ja, dann einfach noch Geld dafür bekommt. Ne? Ich denke mal, da wird sich keiner drüber beschweren, wenn man ja, schöne auf jeden Autos Fall, fahren das kann. Das wäre die beste Möglichkeit. Ne? Einfach schöne Autos fahren, dafür Geld bekommen, dann bei schönem Wetter am besten noch Cabrio. Das ist ein schöner Gedanke. Das ist eine schöne Vorstellung, ne? Ja, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, wir bauen jetzt unser Autohaus auch mal ein bisschen weiter aus, denn aktuell sieht es eher, ja, ein bisschen komisch aus. Sagen wir es mal so, einfach nur eine Plattform ist es aktuell. So, aber ich frage mich, wo die ganzen Leute das Geld haben, ne? Ja, hör mal. Also man kann, so Plattform, Zeichen, okay, Zeichen, ja. Sieht jetzt hier nicht so besonders aus. Eine Wand wird gebaut, die zweite Wand wird gebaut, die dritte Wand, die vierte Wand, die fünfte Wand, die sechste Wand, die siebte Wand. Und jetzt haben wir schon mal, ja, auf jeden Fall ein paar Wände hier gezogen. So, ich kaufe jetzt einfach mal weiter durch, genau. Dann ist unser Autohaus schon mal, ja, ein Autohaus, ne? Und nicht mehr ein freistehende Plattform, könnte man sagen. Ne? So ist es dann quasi schon ein Autohaus? Ja, so mehr oder weniger, würde ich fast sagen. Okay, ne? Okay, verstehe. Aber mit dem Tesla bekommt man, soweit ich weiß, mehr Geld, wenn man fährt. Ne? Da steht, pro Meile bekommt man 2.390 und für den Golf bekommst du 2.000... Ja, okay, ist auch nicht wirklich deutlich mehr, ne? Aber ich frage mich halt, was das so bringt. Also im Grunde ist es hier das Sinnvollste, einfach mit den Autos die ganze Zeit herumzufahren und so irgendwie an Geld zu kommen, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ne? Ich sag mal so, eigentlich schon, ne? Ja. Aber ich pack die Autos jetzt hier trotzdem schön in meine Ausstellung rein. So, das machen wir jetzt, weil ich habe jetzt 4 Autos, wirklich 4 schicke Teile. So, und dann kannst du dir gleich mal angucken, warte. Wir gehen jetzt mal Platz zu Sportscars rein. Alter, was hat der denn hier für ein Autohaus? Hier so eine schöne G-Klasse hat der von Mercedes, ein BMW X, ich glaube 5, ja genau, X5 stand sogar hinten, sehe ich gerade. Das ist ein Rolls-Royce, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, doch, ein Rolls-Royce. Ein Ford Mustang. Sogar, Alter, der hat sogar einen Autoaufzug, ne? Echt? Ein Autoaufzug? Alter, der hat hier ein, Alter, was hat der hier stehen? Ein McLaren Senna hat der hier stehen. Einen normalen McLaren P1, nee, S570 ist das. Und einen Lamborghini Huracan Performante hat der hier auch stehen. Ja, Junge, ey. Also das ist verrückt. Um dieses also das war bestimmt teuer. Ja, das war garantiert teuer. Und ich frage mich halt wirklich, wie der an das ganze Geld gekommen ist, ne? Also entweder hat der wirklich viel Geld hier reingeschmissen oder der ist mehrere Jahre Auto gefahren. Das kann ich aktuell nicht so einschätzen. Mehrere Jahre Auto gefahren? Ich ah, weiß das es ist ja nicht. Herrlich. Möglich ist hier alles. So, dann zeige ich dir mal meine 2 schönen neuen Autos. Ah ja, okay, ich sehe einmal grad ein Toyota. Mhm, und ein... Das ist der Civic. Ein Ford Focus, ne? Focus RS. Ah, mega schön. Sehr schöne Farbe, finde ich. Auf jeden Fall, kann man sich also nicht der beschweren. Fiat Multipla... Also, der hässlichste Wagen auf der ganzen Welt, der passt da mal gar nicht rein. Nee, der ist ein bisschen falsch am Platz. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal unser Autohaus ganz gut angefangen. Alter, einfach eine Etage, das kostet alles so viel Geld. Ey, ne? Ich generiere jetzt aber so viel Geld, ne? Ehrlich? Ich hatte jetzt gerade vor gefühlt 10 Sekunden noch 5.000, jetzt bin ich schon wieder fast bei 20.000. Hä, ehrlich? Guck mal, die Zahl. Jetzt fast 22, genau, siehst du?
Das geht relativ flott. Ja, irgendwie, jetzt, warum geht denn das jetzt so schnell auf einmal? Liegt es an der Deko? Liegt das an meinen Fahrzeugen, die ich da drin habe? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch, bei mir geht es auch jetzt irgendwie ein bisschen schneller. Okay, also jetzt das ist schon, also finde ich schon gut. Ich sag mal so, mein Fiat bringt 40, mein... Ja eben, das ist ja viel zu wenig, das kann ja nicht daran liegen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt das Fahren dann noch dazu oder so. Ja, das Fahren bringt auf jeden Fall am meisten. Der hier bringt 56 und der 55. Ja, dann haben wir schon ungefähr, sagen wir mal, 250 nur an Fixgeld, was immer reinkommt, ne? Mhm. Aber dann bringt das Fahren anscheinend ja echt viel. Das Fahren wird am meisten bringen, gehe ich mal von aus, ne? Ich würde sagen, das wäre es jetzt erstmal gewesen mit dem Video. Auf jeden Fall sieht so unser Auto aus. Wenn es euch gefallen hat, Leute, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren auch nicht vergessen. Es kostet nichts, würde uns freuen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Lieblingsauto ist. Würde uns interessieren. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao. Ciao.